Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update zum Thema Investmentsteuerreform und Lehren für Anleger. Mein Name ist Lisa Hassenthal. Ich darf Sie in den nächsten 15 bis 20 Minuten zu diesem Thema informieren. Ja, wir werden uns gemeinsam einen kleinen Überblick zu diesem Thema verschaffen, die wichtigsten Änderungsaspekte gemeinsam betrachten und wie der Titel eben schon vermuten lässt, auch einige Lehren uns anschauen und einige kleine Handlungsempfehlungen. Ich sehe gerade aktuell, dass sich noch einige Teilnehmer einwählen. Ich würde mal noch ein paar Sekunden abwarten und wir beginnen dann sofort, damit Sie im Nachgang auch noch die Möglichkeit haben, vielleicht zu einem kleinen Mittagessen zu kommen. Nochmal der Hinweis, Sprachübertragung entweder über Telefon oder über den PC möglich. Aktuell bekomme ich auch keine Störungshinweise oder Rückfragen zum Thema Technik sozusagen. Ansonsten noch der Hinweis, Sie sind aktuell alle stumm geschaltet, einfach aus Gründen des störungsfreien Webinars. Sollten Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, haben Sie die Möglichkeit, diese in Ihrem Chatfenster einzustellen. Die werden dann bei mir angezeigt und ich werde entweder umgehend oder aber, das sei mir nachgesehen, zu einem Zeitpunkt, an dem es vielleicht etwas besser passt, natürlich auch auf die Fragen eingehen. So, ich sehe soweit, dass wir nahezu vollständig sind und mit Rücksicht auf alle, die pünktlich sind, beginnen wir jetzt auch. Zunächst einmal möchte ich beginnen mit einer kleinen Anmerkung vorab, habe ich es mal genannt. Es geht einfach darum, oder ich möchte Ihnen kurz darstellen, was werden wir überhaupt in den nächsten 15 Minuten miteinander betrachten, worum geht es überhaupt. Ganz kurz, die nachfolgenden Darstellungen sollen wirklich ein kurzer Ausblick auf dieses Thema Investmentsteuerreformgesetz sein. Ich werde natürlich zunächst auch mal die Frage beantworten, was ist denn dieses Investmentsteuerreformgesetz überhaupt, worum geht es eigentlich? Hierbei werde ich mich beschränken ausschließlich auf das Thema Publikum Investmentfonds. Dieses Webinar bezieht sich ja auch oder richtet sich ja auch an private Anleger. Dementsprechend Publikumsinvestmentfonds, das Vehikel, das die meisten von Ihnen betrifft. Was gibt es noch? Vielleicht ganz kurz dieses Thema Spezialfonds, eben hier nicht betrachtet beispielsweise, weil es sich eben auch nur an einen beschränkten Anlegerkreis richtet. Ich hatte es schon gesagt, das Ziel ist eben einfach erstmal ein kurzer Überblick zu den relevanten Änderungen und so ein bisschen Einblick, was eben kommt. Aber viel, viel wichtiger, das möchte ich an dieser Stelle schon mal vorausschicken, ich werde das auch immer wieder einwerfen, ist ja die Frage, was sollte ich als Anleger denn aus diesen Informationen machen und wie relevant ist denn diese ganze Geschichte überhaupt für mich und meinen Alltag? Das ist eigentlich mal so die Fragestellung, unter der das alles steht und die wir eben, wie gesagt, auch immer mal wieder sozusagen als Korrektiv mit einbeziehen werden. Ich hatte es gesagt, worum geht es denn überhaupt bei dem Investmentsteuerreformgesetz? Worauf bezieht die sich überhaupt? Naja, man muss sagen, die Änderungen beziehen sich eben ausschließlich auf die Berechnungssystematik und für die Steuerermittlung auf Fondsebene beziehungsweise dann auf Anlegerebene. Das heißt, es geht rein um die Thematik, wie wird die Bemessungsgrundlage definiert und wie werden dann letzten Endes die bereits bekannten Steuersystematiken im Rahmen der Abgeltungssteuer angewandt. Das heißt, worum es hier nicht geht, das mal vorab, ist eben möglicherweise diese immer mal wieder in den Medien beschriebene Abschaffung der Abgeltungssteuer, Anhebung der Abgeltungssteuer oder Ähnliches. Darum geht es hier auf keinen Fall. Es geht rein um die Berechnungssystematik, was die Bemessungsgrundlage und die laufende Besteuerung sozusagen angeht, aber dazu eben gleich mehr. Vielleicht ganz kurz nochmal vorab, hier kommt das erste Korrektiv sozusagen, worüber sprechen wir überhaupt? Das Webinar eben wirklich zum Thema Investmentsteuerreformgesetz, das heißt offensichtlich steuerlastiges Thema, auch bestimmt interessant und man kann sich da auch super tagelang mit beschäftigen. Die Frage ist allerdings, wie relevant ist das denn überhaupt? Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht eine Grafik, die Sie möglicherweise schon kennen, wenn Sie häufiger bei uns in Webinaren teilnehmen. Das ist nämlich einfach die Frage, wie komme ich denn überhaupt zu meiner persönlichen Rendite, die Sie ganz unten sehen.
Das ist eben einfach das Ergebnis sozusagen aus einer gewissen Portfoliogewichtung, die ich jetzt einfach mal mit 50% Aktien, 50% Renten mal ganz grob gesagt angenommen habe. Und aus dieser Gewichtung kombiniert mit den zu erwartenden Renditen habe ich eben einen Ertrag vor Kosten, dann habe ich noch ein bisschen Kosten und dann habe ich die Rendite meines, in diesem Fall beispielsweise Fonds. So, und an diesem Punkt setzen wir hier jetzt heute eigentlich an und sagen, okay, auf diese Rendite wird offensichtlich irgendeine Änderung angewandt, was eben die Besteuerungssystematik angeht. Und alle sich daran anschließenden Punkte sind natürlich hiervon betroffen. Jetzt ist allerdings die Frage, gerade im aktuellen Umfeld, sind nicht diese Punkte hier oben, nämlich die Fragestellung, welche erwartete Rendite erziele ich denn überhaupt noch? Oder beispielsweise gerade jetzt sehr brandaktuell die Fragestellung, zieht die Inflation nicht bald mal wieder so an, dass es dann letzten Endes bei den wiederum eher geringen zu erwarteten Renditen dann auch egal ist, ob ich jetzt Steuer auf die eine oder die andere Berechnungssystematik zahle, weil letzten Endes am Ende sowieso kaum noch was übrig bleibt. Das heißt also hier nur noch mal vorab der Hinweis, ja, es ist natürlich wichtig, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Man sollte sich auch frühzeitig beschäftigen. Aber es ist eben einfach so, dass das aktuelle Umfeld insbesondere leider so ist, dass die Frage nach irgendwelchen Steuern häufig dann doch das kleinste Problem von allem ist, weil Steuern zahlt man bekanntermaßen ohnehin nur auf Erträge, die man vorher irgendwie mal erwirtschaftet hat. Also so gesehen, ganz kurz vorab nochmal, wir setzen eben hier an dem Thema Rendite an und wer keine Rendite erzielt, der braucht sich mit dem Thema sowieso gar nicht zu beschäftigen. So viel vielleicht mal vorab, um die Stimmung direkt zu Beginn mal richtig zu heben. So, das heißt also Faktor Steuern selbstverständlich wichtig. Man sollte sich auch damit beschäftigen. Das tun Sie ja, sonst wären Sie jetzt nicht hier im Webinar als Teilnehmer. Allerdings liegen die Herausforderungen insbesondere aktuell doch auch noch an ganz anderen Stellen. Das bitte bedenken und mit in die Planung einbeziehen. So, jetzt wieder zurück zur Thematik. Worum geht es überhaupt in dem Investmentsteuerreformgesetz? Also grundsätzlich muss man sagen, es wurde dieses Jahr im Sommer letzten Endes dann final verabschiedet, beziehungsweise es wurde zugestimmt und das Gesetz tritt in Kraft zum 01.01.2018. Ganz wichtig, vielleicht hier mal kurz der Hinweis, es gibt gewisse Gestaltungsvarianten, ich nenne sie kurz beispielsweise Cum-Cum, Cum-Ex-Geschäfte, eben gewisse Transaktionen, die man tätigen kann oder Gestaltungswege, die man nutzen kann, um eben sozusagen mehr Steuer zurückzubekommen, als am Anfang mal irgendjemand gezahlt hat. Das sind schädliche Gestaltungsvarianten, bei denen der Gesetzgeber sagt, nein, das geht nicht erst ab dem 01.01.2018, sondern rückwirkend zum 01.01.2016 sogar schon nicht mehr. Das heißt, alle die, die das irgendwie betrifft, die wissen jetzt, wovon ich rede. Hier mal der Hinweis. Also durchaus auch die Möglichkeit von Seiten des Gesetzgebers bei steuerschädlichen Gestaltungsvarianten sehr wohl auch rückwirkende Gesetzesänderungen umzusetzen. Ein kurzer Überblick, warum hat man das überhaupt gemacht? Was war überhaupt die Zielsetzung? Naja, man hat gesagt, okay, es ging zum einen um die Thematik Beseitigung EU-rechtlicher Risiken, denn die Besteuerungssystematik, die wir bislang hatten in Deutschland, die war eben aufgrund von Ungleichbehandlungen ausländischer Fonds gegenüber deutschen Fonds nicht EU-rechtskonform und deswegen latent gefährlich für die Bundesrepublik hinsichtlich Gerichtsverfahren etc. Es sind auch einige Gerichtsverfahren anhängig, aktuell noch vor dem Europäischen Gerichtshof, von eben ausländischen Kapitalanlagegesellschaften. Da wird sich zeigen, was da rauskommt. Hier ging es eben als Zielsetzung darum, diese Ungleichbehandlung zu eliminieren. Das zweite Thema, jetzt Deutschland intern sozusagen, man wollte die Komplexität der gesamten Besteuerung, was eben Investmentfonds angeht, reduzieren. Wie gesagt, hier geht es nicht um die Abgeltungssteuer, sondern es geht um einen Schritt davor. Das heißt, etwas, was man so als Anleger vielleicht gar nicht so auf der Agenda hat. Bisher war es nämlich so, dass der administrative Aufwand in dem Bereich sehr, sehr hoch war. Es gab 33 verschiedene Besteuerungsgrundlagen, die irgendjemand mal irgendwo einpflegen und berechnen musste, damit am Ende rauskommt, was sie an Abgeltungssteuer überhaupt zu zahlen haben. Das ist eben, geht einher mit diesem Thema Reduzierung der Gestaltungs-
Anfälligkeit, denn wo eine hohe Komplexität herrscht, gibt es auch immer viele Möglichkeiten, Gestaltung umzusetzen, denn es gibt ja doch durchaus Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich eben Gesetze anzuschauen oder Besteuerungsgrundlagen anzuschauen und zu überlegen, wo man da eben einhaken kann. Dieses Thema Reduzierung Gestaltungsanfälligkeit hatte ich ja schon gesagt, eben dann, wenn es sogar sich um Gestaltungsmissbrauch handelt, gilt eben diese Änderung sozusagen sogar rückwirkend. Und dann als letzter Punkt noch dieses Thema Korrektur von Systemfehlern. Es war eben im bisherigen Steuerregime oder in der bisherigen Systematik so, dass es einige Situationen geben konnte, bei denen beispielsweise Fehler bei der Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage passiert sind und die waren im Nachhinein extrem schwierig zu korrigieren. Teilweise sogar gar nicht. Das heißt also, die Anleger hatten beispielsweise auch teilweise Nachteile, die eben einfach nicht mehr zu korrigieren waren. Auch das ist man hier angegangen und hat eben die Fehlerkorrektur erleichtert. So, bevor wir jetzt dazu kommen, was kommt Neues und was ändert sich, vielleicht nochmal ganz kurz, das finde ich immer doch eine ganz gute Sache, wenn man sich vorher mal anschaut, wie war es denn eigentlich bisher? Weil man muss sagen, wir machen das hier zwar jeden Tag, aber ich gehe davon aus, dass Sie alle doch auch noch was Besseres zu tun haben und vielleicht sich nicht jeden Tag fragen, wie bisher denn eigentlich die Besteuerung der Investmentfonds in Deutschland ausgesehen hat. Deswegen noch mal ganz kurz in drei Stichpunkten. Bisher war es so, dass als Grundprinzip der Behandlung von Publikumsinvestmentfonds das sogenannte Transparenzprinzip bestand. Das heißt also, der Fonds selbst, das ist wahrscheinlich den meisten, naja, indirekt bewusst gewesen, war eben kein Steuersubjekt. Ja, das heißt also, auf Ebene des Fonds selbst ist nichts passiert. Alle Erträge wurden transparent durch den Fonds durchgeleitet und man hat dann eben auf Anlegerebene geschaut, okay, was, um welche Ertragsart handelt es sich und wie ist die zu versteuern. Das heißt also, zweiter Punkt, auf Anlegerebene, man hat sich eben angeschaut, handelt es sich um Ausschüttung oder ausschüttungsgleiche Erträge. Die wurden immer umgehend besteuert, insbesondere ausschüttungsgleiche Erträge, das ist dieses Thema thesaurierende Fonds. Insbesondere Stichwort ausländische thesaurierende Fonds. Das war bisher immer diese nette Geschichte, dass man als Anleger sich selbst darum kümmern musste, das alles in der Einkommensteuer entsprechend zu veranlagen und parallel im Optimalfall irgendwo eine Excel-Liste geführt hat, damit man beim Verkauf der Position wiederum nachweisen konnte, was man während der Haltedauer schon alles gezahlt hat. Also super Geschichte, da konnte man sich dann so zum Jahresende immer klasse mit beschäftigen. Und eben dieses Thema außerordentliche Erträge, da galt bisher das sogenannte Fondsprivileg. Das war eben diese Thematik, dass man gesagt hat, okay, alles was außerordentliche Erträge sind, also quasi Veräußerungsgewinne, Veräußerungsverluste etc., also alles was nicht laufend im Fonds angefallen ist, das wurde erstmal im Fonds nicht besteuert, sondern erst, wenn der Fonds eben entsprechend veräußert wurde auf Anlegerebene. Und natürlich unser aller Liebling, dieses Thema Altbestände, Bestandsschutz, das heißt alles, was vor Einführung der Abgeltungssteuer, also vor dem 01.01.2009 erworben wurde, war eben bisher uneingeschränkt steuerfrei. Das heißt also, egal was im Depot lag, oder zumindest bei vielen ist es so, es bleibt da liegen, weil es ist steuerfrei. Ja, also auch der Thematik geht es in der Investmentsteuerreform an den Kragen. Wie genau, schauen wir uns gleich nochmal an. Dieses Bild zeigt eben genau das, was ich eben besprochen hatte. Das heißt also, bisher war es so, auf der Eingangsseite des Fonds kamen eben irgendwelche Arten von Erträgen rein. Im Fonds selbst ist nichts passiert und auf der Ausgangsseite hatten wir eben die Besteuerung auf Anlegerebene. Das war eben genau das Thema Ausschüttung, sowieso direkt Abgeltungssteuer auf Bankebene. Bei der Thesaurierung, je nachdem, ob es ein deutscher oder ein ausländischer Fonds war, eben entweder ausschüttungsgleiche Erträge ganz einfach oder bei ausländischen Fonds ein bisschen komplizierter und bei Verkauf eben der Veräußerungsgewinn und damit eben auch wieder Abgeltungssteuer. So, was kommt jetzt neu? Neu kommt die Thematik, Sie sehen es hier, der mittlere Kasten ist jetzt fest geworden, das heißt also, der Fonds selbst ist offensichtlich Steuersubjekt geworden für gewisse Einnahmen. Auf Fondsebene sind inländische Dividenden, inländische Mieterträge neuerdings mit Körperschaftssteuer zu versteuern.
Das ist insofern für Sie als Anleger jetzt ja erstmal nicht so relevant, weil Sie daran sowieso nichts ändern können und es eben einfach eine Gleichstellung mit ausländischen Fonds bedeutet. Viel wichtiger ist für Sie ja eigentlich die Ausgangsseite. Hier ist es nämlich so, ich gehe gerade nochmal zurück, wie es vorher war. Interessant ist nämlich hier dieser zweite Balken auf der Ausgangsseite, wo hier aktuell noch Thesaurierung steht. Denn soweit so klar, Ausschüttungen bleiben so, wie sie waren. Das heißt also Ausschüttungen relativ klar, was auf Bankebene ankommt, wird eben mit Abgeltungssteuer besteuert. Was zukünftig geben wird, ist dieses Thema VA-Pauschale. Das heißt also, die VA-Pauschale ersetzt die ausschüttungsgleichen Erträge. Das heißt, Thesaurierung in dem Sinne wird immer, also es ist nicht mehr so relevant, es ist auch nicht mehr relevant, ob es ein deutscher oder ein ausländischer Fonds ist, was die Thesaurierung angeht, denn sämtliche Fonds werden mit einer Vorabpauschale belegt. Es handelt sich hier um sozusagen eine Zuflussfiktion. Das heißt, immer zum 1.1. des Folgejahres, ab dem Sie den Fonds sozusagen halten, also angenommen, Sie kaufen den Fonds in 2017, dann wird das erste Mal zum 1.1.2018 relevant, gibt es eben einfach diese Vorabpauschalbesteuerung auf den im Depot befindlichen Fondsanteil mit einem gewissen Basiszinssatz. Der Basiszinssatz ergibt sich eben aus dem Bewertungsgesetz, darauf gibt es noch einen kleinen Abschlag. Das heißt, letzten Endes wird hierauf eben eine gewisse Vorabpauschale auf den Nettoinventarwert des Fonds vorgenommen. Hier unten sehen Sie nochmal das Thema Teilfreistellung in dem dunkelgrauen Kasten. Das heißt, auf alle Bereiche gibt es zusätzlich nochmal eine sogenannte Teilfreistellung. Also angenommen, wir haben einen NAV von 100, dann haben wir eine Vorabpauschale zum 1.1. mit eben 70% auf den Basiszinssatz. Das sind aktuell eben 0,77%. Und hierauf kriegen Sie zusätzlich noch einen kleinen Goodie in Form einer Teilfreistellung. Das heißt, angenommen, wir haben einen Aktienfonds im Depot, dann haben Sie eben nochmal zusätzlich 30%, die Sie sozusagen nicht vom NAV mit diesen 0,77% vorab besteuert bekommen. Klingt alles kompliziert. Wir haben auch nicht so viel Zeit, sonst hätte ich Ihnen die Formel mal mitgebracht. Es ist eigentlich relativ straightforward, muss man sagen, wenn man es einmal verstanden hat. Für Sie ist eigentlich auch nicht so relevant, wie sich das Ganze berechnet. Viel wichtiger ist eigentlich die Fragestellung oder besser gesagt die Erkenntnis, dass es diese Vorabpauschale gibt. Also zusammengefasst, es gibt diese Vorabpauschale auf alle im Depot befindlichen Positionen. Sie wird immer zum 1.1. des Folgejahres berechnet, natürlich unter Berücksichtigung des Freistellungsauftrages. Der wird natürlich abgezogen. Die Vorabpauschale wird um alle Zuflüsse, die es eben entsprechend in dem rückblickenden Jahr gegeben hat, vermindert, denn auf die haben Sie ja schon Steuer gezahlt. Und sollte es natürlich in diesem Jahr einen Verlust gegeben haben, dann zahlen Sie keine Vorabpauschale auf diese Fondsposition. Auf alles andere ist diese Vorabpauschale zu leisten. Unabhängig davon, ob Sie Erträge in Ihrem Depot eingebucht bekommen haben oder ob es sich um einen thesaurierenden Fonds gehandelt haben und Sie haben keine Erträge. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis für Sie als Anleger aus dieser Grafik. Vorabpauschale bedeutet eine Liquiditätsbelastung immer, jedes Jahr zum 1.1., unabhängig davon, ob die Liquidität vorher auf das Konto gekommen ist, ja oder nein. Das heißt, das ist relativ wichtig, denn ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, man sollte sich ja doch einplanen, dass man die eben bezahlen muss. Insbesondere bei größeren Depotvolumen kann das ja doch durchaus mal ein Betrag sein, der nicht ganz unerheblich ist. Das Bundesfinanzministerium hat im Gesetzentwurf drei Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die sich Banken sozusagen aussuchen können, wie sie die Vorabpauschale abführen möchten vom Kunden. Das kann entweder durch Belastung eines Girokontos sein, durch Anteilsverkauf oder sogar durch Rechnung. Da kann jede Bank selbst entscheiden, welche Varianten sie zur Verfügung stellt. Ich gehe davon aus, bei den meisten werden es die ersten beiden sein. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn Anteile verkauft werden müssen, um die Vorabpauschale zu bezahlen. Denn ja, das ist doch durchaus nicht gewünscht eigentlich ja von Anlegerseite, die Steuer mit Anteilsverkauf zu bezahlen.
So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Interesse oder zu dem Thema, was doch für die meisten wahrscheinlich auch neu ist und vielleicht auch erstmal ein bisschen für Erschrecken gesorgt. Das ist dieses Thema Wegfall des Bestandsschutzes auf Altbestände. Das heißt also hier nochmal ganz kurz zum Hintergrund, für die, denen das Thema vielleicht nicht bekannt ist. Alle Positionen, die im Depot gehalten werden, die eben vor Einführung der Abgeltungssteuer, also vor dem 01.01.2009 erworben wurden, genießen eben diesen Bestandsschutz. Das heißt, alle Erträge, die Sie hierauf generieren, sind steuerfrei und alle Veräußerungsgewinne eben auch. Ganz wichtig jetzt hier, wir haben eben zum 01.01.2018 hat der Gesetzgeber eben definiert in diesem, in der Investmentsteuerreform, dass man sagt, es gibt eine juristische Veräußerungsfiktion direkt zum 01.01.2018 und sozusagen in der gleichen Sekunde werden alle Bestände wieder in das Depot eingebucht. Was ist hierdurch passiert? Naja, die Steuerfreiheit fällt in diesem Moment dann natürlich für alles, was ab dem 01.01.2018 mit diesen Beständen passiert, weg. Das heißt, alles, was bis zu diesem Datum noch in Ihrem Depot an Erträgen anfällt, unterliegt dem alten Regime. Ab dann wird es spannend, weil dann ist eben diese uneingeschränkte Steuerfreiheit zumindest weg. Warum uneingeschränkt? Naja, man hat gesagt, okay, man kann eben, das ist eben in Deutschland dann doch die Rechtssicherheit, man kann als Gesetzgeber nicht einfach hergehen und geltendes Steuerrecht komplett ändern, sondern man muss schon irgendwelche Alternativen oder zumindest Entgegenkommen einsetzen. Das hat man hier getan. Man sagt, okay, es ist alles weiterhin steuerfrei, bis es einen Freibetrag von 100.000 Euro überschreitet. Das heißt also, für jemanden mit einem Depot von, ich sage jetzt einfach mal 100.000 Euro, ist es doch, dauert es wahrscheinlich doch relativ lange, bis man ab dem 01.01.2018 diesen Freibetrag wirklich überschreitet. Handelt es sich allerdings um ein größeres Depot, ist dann doch vielleicht diese Grenze schnell erreicht. Das heißt also 100.000 Euro hier ab jetzt dann oder ab dem 01.01.2018 die Grenze. Ganz wichtig auch hier nochmal, der Anleger muss hierfür auch in die Veranlagung gehen. Das heißt, er muss sich selbst darum kümmern, dass diese Grenze vom Finanzamt berücksichtigt wird. Die Bank wird erstmal ganz normal auch bei Altbeständen sozusagen so tun, als wären das neue Bestände und wird die Steuer erstmal abführen. Und man selbst muss sich darum kümmern, dass das Geld eben wiederkommt. Natürlich können Verluste genutzt werden, um diesen Freibetrag wieder aufzufüllen auf die 100.000 Euro. So, was bedeutet das für die Zukunft? Welche Konsequenzen und Lehren können wir eben aus dieser ganzen Geschichte ziehen? Naja, also man muss natürlich sagen, gerade vor diesem Hintergrund der Vorabpauschalbesteuerung in Kombination mit den Freibeträgen, was ich Ihnen ja mal kurz skizziert habe und wo man ja schon relativ deutlich gesehen hat, dass es nicht ganz so einfach ist, wird natürlich die Auswahl der eingesetzten Instrumente an sich nochmal wichtiger, was die steuerliche Behandlung angeht. Das heißt also, gerade für dieses Thema Freibeträge oder, wenn ich hier nochmal kurz zurückgehe, Teilfreistellungsbeträge, die ja eben sich nach der Kategorie sozusagen des jeweiligen Fonds richten, wird eben die Kategorisierung als Kriterium, wenn ich den Fonds auswähle, relativ wichtig werden. Da ist aktuell noch offen, wie diese Kategorisierung genau vorgenommen wird. Auch ganz wichtig, ich hatte es schon mal angesprochen, dieses Thema Liquiditätsplanung, insbesondere bei größeren Vermögen, denn die Vorabpauschale kommt definitiv jedes Jahr. Die Frage ist, können Sie die bezahlen oder müssen dafür Fondsanteile veräußert werden? Und natürlich klar, Überprüfung von Altbeständen, insbesondere bei sehr großen Vermögen hinsichtlich dieser Freigrenze, wobei man auch da sagen muss, so viel sei vielleicht an dieser Stelle noch rausgeschickt. Es gibt inzwischen bereits die ersten Experten, die dazu raten, die Altbestände vor diesem Hintergrund auf jeden Fall zu veräußern. Da stelle ich die Gegenfrage, welchen Sinn das denn haben soll, weil wenn Sie die jetzt veräußern, dann sind Sie raus aus der alten Bestandsschutzregelung, aber kommen nicht mehr in den Genuss der neuen 100.000-Euro-Verschonung, sondern sind ab dann einfach zu behandeln wie jeder, der den Fonds eben erst gestern gekauft hat. Das heißt, sollten Sie das irgendwo lesen, ist vielleicht nicht der beste Tipp. So, Lehren aus der Investmentsteuerreform. Zunächst muss man mal sagen, ganz klar, das zeigt diese Investmentsteuerreform deutlich, die Politik zeigt offensichtlich Handlungsfähigkeit und auch Handlungswille, bestehende Besteuerungsregime durchaus anzupassen, wenn es dafür,
mehr oder weniger gute Gründe gibt. Ja, also das heißt, man ist da durchaus willig und kann es auch in relativ kurzer Zeit, wenn man sich mal anschaut, diese Investmentsteuerreform hat nicht besonders lange gedauert. Das heißt, man kann das in relativ kurzer Zeit umsetzen. Bei Gestaltungsmissbrauch ist man auch durchaus bereit, das ganze Thema rückwirkend anzugehen und zu sagen, okay, also das möchten wir nicht, das heißt, wir unterbinden das. Grundsätzlich ist es eben so, dass gerade hinsichtlich Steuern immer zwei Möglichkeiten bestehen, Änderungen anzugehen. Einmal dieses Thema Bemessungsgrundlage, das haben wir ja quasi ja jetzt hier in diesem Fall. Das heißt, man schaut sich eben an, okay, wie kann ich Änderungen vornehmen an der Basis, auf die sich später der Steuersatz an sich bezieht. Hatten wir in der Vergangenheit schon häufiger mal. Ich habe Ihnen zwei Stichwörter mitgebracht, Alterseinkünftegesetz, Streubesitzdividenden, war eben genau diese Thematik. Man ist an die Bemessungsgrundlage herangegangen, hat diese sozusagen erhöht. Oder natürlich, und das geistert ja immer mal wieder durch die Medien, das Thema Steuersatz an sich, das heißt Erhöhung der Abschaffung oder Abschaffung der Abgeltungssteuer selbst. Das ist erstmal so als allgemeine Lehre aus meiner Sicht das, was man mitnehmen sollte. Das heißt, es gibt durchaus Handlungswille und je nachdem, welche Regierung auch im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl hervorgeht, ja, gibt es da durchaus den Willen, da entsprechend zu agieren. So, dennoch. Und da sind wir auch schon fast am Ende mit den Inhalten, die jetzt konkret die Investmentsteuerreform betreffen. Man sollte die Prioritäten natürlich nicht falsch setzen. Also ja klar, Steueränderungen, ja, man sieht es ja auch hier an der Teilnehmerzahl an einem Mittwochmittag, sind natürlich super spannend. Ja, man kann sich da auch reinsteigern und drüber aufregen. Verstehe ich, finde ich auch interessant. Die Frage ist natürlich nur, wie wichtig ist das wirklich? Sind Steueränderungen nicht eigentlich nur ein Aspekt und man muss sich immer die Frage stellen, wie relevant ist es dann am Ende wirklich, wenn ich mir jetzt beispielsweise im Vergleich zu den vier Punkten hier oben rechts anschaue, sollte ich nicht lieber meine Zeit darauf verwenden, meine Anlagestrategie sauber herzuleiten, mir mal meine Vermögensstruktur anzuschauen, ob die eigentlich irgendwie zu dem passt, was ich vorhabe und möglicherweise sogar meine Finanz- und Ruhestandsplanung zu machen. Alles unter dem Thema finanzielle Risikobereitschaft als Korrektiv. Auch dieser Punkt saubere Depotstrukturierung ist sicherlich deutlich wichtiger als die Fragestellung, ob die Freigrenze jetzt 30, 15 oder 60% ist, je nach Fondskategorisierung. Natürlich ganz, ganz spannend sind so Fragestellungen wie, wo steht der DAX am Jahresende oder wie funktioniert das Eurosystem und gibt es das nächstes Jahr noch? Ist jetzt aber für die meisten Anleger doch im Alltag eher nicht so relevant. Man verwendet aber häufig relativ viel Zeit. Warum? Weil es einfach interessant ist. Ja, das heißt also hier nochmal, schließt so ein bisschen an das an, womit wir begonnen haben. Machen Sie sich klar, was sind die Prioritäten, was gilt wirklich für Ihre persönliche Situation und wo sollte man vielleicht mehr oder auch mal weniger Zeit drauf verwenden. So. Jetzt nochmal ganz konkret zum Thema, was kann man denn eben tun oder was sind jetzt Punkte, die aus dieser Investmentsteuerreform abzuleiten sind. Also grundsätzlich ist es so, das hatte ich eben ja schon mal gesagt, steuerliche Aspekte sind natürlich wichtig, man sollte sich damit beschäftigen und auch Änderungen sind relevant. Es ist aber natürlich nicht sinnvoll, langfristige Anlageentscheidungen rein aus steuerlichen Gründen zu treffen. Die Basis sollte immer eine individuelle Anlagestrategie sein, die eben die verschiedenen und auch eben schon mal genannten Aspekte beinhaltet und berücksichtigt. Das heißt also, bitte gehen Sie jetzt nicht her und suchen Sie Fonds nur noch danach aus, dass Sie möglichst hohe Teilfreistellung haben und die Vorabpauschale vielleicht nicht unbedingt gezahlt werden muss. Nichtsdestotrotz habe ich Ihnen mal was mitgebracht, was dann auch schon ein bisschen herleitet auf das Webinar, das wir nächsten Mittwoch anbieten werden, dieses Thema Versicherungslösung und was man damit machen kann. Es gibt eben doch die Möglichkeit, sich auch so ein bisschen unabhängig zu machen von dieser ganzen Thematik, die wir eben gehört haben, auch von den Fragestellungen, gibt es die Abgeltungssteuer demnächst noch, ja oder nein? Und das ist eben dieses Thema Versicherungslösung. Denn innerhalb der Versicherungslösung haben Sie doch einige Vorteile gegenüber dem klassischen Depot, was eben das Thema Steuer angeht. Und wenn Sie dann noch das berücksichtigen, was hier oben steht, nämlich einfach eine sinnvolle Anlagestrategie zu verfolgen und das Ganze auf Ihre eigene
auf ihre eigenen Bedürfnisse abzustimmen, dann kann das durchaus Sinn machen. Ganz besonders interessant natürlich die steuerfreie Todesverleistung aus Versicherungsverträgen. Das heißt also, es gibt hier die Möglichkeit, wenn man es intelligent plant und auch frühzeitig plant, dass man nicht nur die Einkommensteuer, also in dem Fall eben Abgeltungssteuer, spart, sondern zusätzlich sogar noch das Vermögen vollkommen frei von jeglicher Erbschaftssteuerbelastung übergehen kann. Hier aber, wie gesagt, die Voraussetzung: ordentliche Planung, sich mit dem Thema auseinandersetzen, und es sollte auf jeden Fall auch zur eigenen Situation passen. So, hier deswegen auch nochmal der Hinweis auf das Webinar in der kommenden Woche. Dort werden wir eben genau auch auf diese Thematik eingehen, aber auch generell auf das Thema Versicherungslösung, die Vorteile gegenüber klassischem Depot, worauf man aber achten sollte, denn wie schon gesagt, es geht nicht immer nur um die Steuer, es muss auch andere Punkte haben, die eben für eine sinnvolle Entscheidung herangezogen werden sollten. Und ja, darauf wird der Herr Metzger am kommenden Mittwoch eben um 12 Uhr in einem weiteren Landschaft-Date eingehen. Anmeldungen dazu eben auf unserer Webseite oder in der E-Mail, die Sie im Nachgang zu diesem Webinar erhalten. So. Dann bin ich am Ende meiner Ausführungen inhaltlich gesehen zum Thema Investmentsteuerreformgesetz. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, achten Sie auf Ihre Prioritäten. Ja, es ist ein wichtiges Thema und es gibt auch einige Punkte, die sollte man auf jeden Fall auf der Agenda haben. Im Optimalfall haben Sie natürlich entweder einen Ansprechpartner, sind vielleicht sowieso Kunde bei uns oder bei einem unserer Partner im ÜPOS-Netzwerk. Ansonsten stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zu diesem Thema Investmentsteuerreform und welche Auswirkungen es hat zur Verfügung, oder natürlich auch zu einigen der genannten Dienstleistungen, die ich hier mal aufgeführt habe. Grundsätzlich hier der Hinweis: alle finanziellen Fragestellungen sind bei uns ja, sozusagen an der richtigen Adresse. Das heißt, Sie können sich gerne an uns wenden, kommen Sie auf uns zu. Sie haben die Möglichkeit, ein unverbindliches Erstgespräch anzufordern und mit uns Ihre Themen zu besprechen. So, ich würde sagen, parallel dazu beende ich jetzt erstmal die Aufzeichnung, denn wir kommen jetzt zum Thema Frage.